Mercedes-Benz W111 250 SE in nahezu Originalzustand. Hallo, herzlich willkommen bei Wetzel Automobile, liebe Mercedes-Benz-Freunde. Also wer was richtig Schönes sucht, der sollte jetzt das Video wirklich bis zu Ende gucken und genau zuhören, weil hier steht ein W111 250 SE Coupé. Der Wagen gehört einem Gutachter und den Mann kenne ich ziemlich gut und ich weiß, dass der sehr anspruchsvoll ist. Ja? Und er hat mir erzählt, Ingo, ich wollte unbedingt so ein Auto kaufen damals. Und ich bin, meine Brillengläser sind so dreckig, glaube ich, dass ich kann gar nichts mehr sehen. So, jetzt habe ich den Spannungsbogen rausgenommen. Der sagt zu mir, Ingo, ich bin durch ganz Deutschland gefahren, ja, und habe so ein Auto, ich wollte unbedingt so ein Auto haben. Ich habe so viel Schrott gesehen und so viel. Der weiß ja, wo er gucken muss, ist ja ein Gutachter, ja. Und dann habe ich den gesehen und den musste ich sofort kaufen. Das war der beste Wagen, der auf dem Markt zur Verfügung war. Und ich kann euch nur bestätigen, das Auto steht hier in Erstlack. Ja, ich habe gemessen, er hat mir hier aufgeschrieben, weitgehend unrestauriert. Dann habe ich gemessen, weil ich dachte, nee, das glaube ich nicht. Ja, dann bin ich rum mit meinem Gerät, überall geguckt. Ich habe nichts entdeckt, wo der gespachtelt ist oder so. Ja, also das sieht alles wirklich wahnsinnig super. Von innen ist der so hübsch, das ist gar nicht auszuhalten. Und hat irgendwie noch Abdeckung für die Holzgeschichten, habe ich hier gelesen. Ich lese mal vor, was ich mir aufgeschrieben habe hier, was der Eigentümer mir gesagt hat. Erstzulassung ist 1.6.66, 150 PS, weitgehend unrestauriert, kein Spachtel, laut Eigentümer, ja, das habe ich extra mir nochmal aufgeschrieben, weil wenn ich sowas sage, muss ich mir das auch bestätigen lassen, aber ich habe es halt auch gemessen und ich habe auch nichts entdeckt tatsächlich. Innen hat er originales Leder drin, er hat ein elektrisches Schiebedach, ein Riesending, ja, Servolenkung, Automatik, kein Wartungsstau, der wurde bei Harald Vollmer, das ist eine ganz tolle Mercedes-Werkstatt hier bei Hamburg, durchgeschaut. Und da weiß ich, wenn Autos da wegkommen, das ist alles gut. Ja, der weiß genau, der kennt sich mit solchen Autos aus, der weiß genau. Er hat gesagt, ein hammer tolles Auto. Ich habe ein Gutachten von dem Auto, was auch den Wert bestätigt. Und der Eigentümer, als er ihn gekauft hat vor ein paar Jahren, hat ihn in Frankfurt gekauft von einem Sammler, der eben halt nur noch Nachkriegsfahrzeuge haben wollte und dann die Jüngeren verkauft hat. Das war dann jünger, ja. So, also insofern, für mich ist es schon alt, aber egal. Wenn man sowas hat, freue ich mich auch immer, weil mir haben Sie damals ja erzählt, Ingo, du musst dich spezialisieren, ja, auf bestimmte Autos, wenn du Autohändler werden willst. Und ich wollte ja so ein Hobby-Autohändler werden und dann habe ich gesagt, ja, spezialisieren, lass mich in Ruhe, habe ich keine Lust. Ja. Ich nehme das, was ich so machen möchte. Irgendwann habe ich meine Spezialisierung rausgefunden. Ich stelle in meiner Halle nur Autos, die mir gefallen. Und da gehört auch sowas dazu. Ja. Der ist für mich ein wunderschönes Auto. Das ist noch wie damals Autos gebaut worden mit den ganzen Kurven und Chrom und Wahnsinn, super hübsch. Und dann habe ich zu dem Auto auch noch, also ich glaube, es ist ein deutsches Auto tatsächlich auch. Das kann ich allerdings nicht genau, da müsste ich den Eigentümer nochmal fragen. Das hat er mir nicht hundertprozentig mitgeteilt. Aber ich habe hier das Original-Wartungsheft und der erste Eintrag ist hier aus 74 allerdings. Und das ist in Berlin. Also ich glaube, das ist ein deutsches Auto. Ist bestimmt auch in den Gutachten. Ich habe wieder die Gutachten nicht richtig durchgelesen, da kann man es wahrscheinlich sehen. Also ich behaupte das jetzt einfach mal. Und hier gibt es noch so ein paar Abnahmen, Unterlagen, noch andere ältere Gutachten und so weiter. Schöner Ordner dazu. Hier die Bordmappe, die Originale auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir das Auto an. Wow. Ja, das ist schon, also es gibt von diesen Autos so viel verbastelten Mist auf dem Markt tatsächlich. Und hier steht wirklich was hier, Spaltmaße, muss man sich mal, die Spaltmaße sind alle so gut. Die Weißwandreifen top, im Top-Zustand, ja. Und der Lack, Wahnsinn. Also es ist schon wirklich toll. 250 hat auch ein bisschen Dampf, ja. Hier hinten. Ach, guck mal, das sind die Abdeckungen. Ach, hier, das ist gemeint damit. Cool. Das legt man sich aufs Cockpit, ja, damit das Holz nicht verblasst.
Weißt du Bescheid? Wegen Sonneneinstrahlung. Hm? Was ist das für ein Stern? Oh, das ist ein Stern. Das ist auch spannend. Was ist denn das für ein Stern? Wer ist denn das hier? Was steckt da denn dahinter? 1966, oder? Wahrscheinlich. Guck dir das mal an hier. Neuer Krimi. Die Lady bittet ins Jenseits. Datum 30. Oktober 1966. Hey, das ist ja mal cool hier. Du, das ist ja mehr wert als das Auto. Ja. Nein, Quatsch. Was für ein Format, riesig groß. Und wer ist das? Komm, hier. Frage an die Zuschauer. Wer ist das? Wer ist diese Frau? Wer ist diese Frau? Kennen Sie diesen Mann? Ich habe eine coole Geschichte. Ich habe eine Annonce in der Morgenpost gestartet. Hamburger Morgenpost. Eine ganze Seite. Haben sie mich so fotografiert, als ob ich gerade ein Auto klaue, ja, so mit Kamera und so. Und dann, wer ist dieser Mann? Wie kennen Sie diesen Mann? Wenn Sie auf Oldtimer und Youngtimer stehen, dann Attacke. Haben bestimmt einige gesehen, auch auf Instagram und so. Aber, naja. Gut, ja. Kommen wir wieder zum Auto. Zu dieser Schönheit hier. Radchrom. Weiß ich nicht. Viele sagen, wer weiß, was darunter ist. Aber wenn das hier alles so aussieht wie hier, dann mache ich mir, das war halt zeitgenössisch. Das hat man damals so gemacht. Ja? So, das ist halt, passt wundervoll zu diesem Auto. Da würde ich nie was wegmachen, ja, ganz ehrlich. Hier, guck mal, diese ganzen Maße hier bei den Lampen und so. Das ist alles wirklich toll. Ja? Das Chrom sieht aus, wie, als ob es gerade neu gemacht ist. Ich mache mal die Haube auf, dann können wir noch mal reingucken. Dann sehen wir noch mal, wie das hier ausschaut. Guck dir mal das an. Das ist doch mal, also, und das ist original, ja? Sonny, was sagst du? Krass. Oder? Ja, das ist nochmal ein ehrlicher Motor. Das war ein ehrlicher Mann. Der läuft vor allem so, wie er aussieht, nämlich tipptopp. Also der ist ganz ruhig. Das ist halt wie so eine Sänfte fahren. Ja? So. Oh, weil jetzt kommen wir zum Innenraum. Und der Innenraum ist natürlich, also außen ist er ja schon wunderschön, aber jetzt kommen wir zum Innenraum. Der hat so coole Patina und so, ist so gepflegt. Ja? Komm, das gucken wir uns jetzt an. Sonny hat mich gerade, Sonny ist heute hinter der Kamera. Schön, dass du mal wieder dabei bist, Sonny. Freuen wir uns. Hat mich gerade gefragt, sag mal, es ist doch kein Weiß, es ist doch so ein gebrochenes Weiß. Hat sie recht? Das ist, also es ist so ein Grauweiß, würde ich sagen. Farbe kenne ich nicht, kann ich nicht sagen. Also ich weiß nicht, wie die heißt, aber es ist nicht so reines Weiß, es ist so ein bisschen angegraut, würde ich sagen. Ja? Oder? Ja. Stimmst du mir zu? Stimme ich dir zu. Cool. Schön, dass du gefragt hast. Komm, jetzt tauchen wir ab und gehen mal hier in den Innenraum. Guckt euch mal das an hier. Das ist doch so weinrote Innenausstattung. Passt mega zu dem Auto, ehrlich gesagt. Oh, die Fußmatten sind total dreckig hier. Die haben wir noch nicht ausgesaugt. Tut mir leid. Nicht hinfilmen. Nein. Nicht hinfilmen, okay? ja, das ist wirklich... Da setze ich rein. Also mit so einem Auto jetzt irgendwie nach Süddeutschland zu fahren, aus Hamburg, kein Problem, ne? Kann man machen. Und wer noch sowas in der Garage stehen hat, gerne bei mir anrufen und mir oder eine E-Mail schreiben, uns gerne Autos anbieten. Wir kaufen gerne Autos, natürlich nur dann, wenn der Preis stimmt. Nicht immer wie die Karten, die man am Auto hat. Wir kaufen mir Auto, egal. Dann rufst du an, dann kaufen sie sowieso nicht. Ja? Ich kaufe schon, aber auch nur dann, wenn es halt passt für mich. Ich muss ein bisschen Geld verdienen, das macht ja keinen Spaß. Ne? Und wenn ich das hier sehe, dann freue ich mich einfach, dass ich diesen Job mache. Ja? Dass ich mich dazu mal entschieden habe vor 7 Jahren. Denken wir mal ehrlich, ich mache das schon seit 40 Jahren. Nee, ich mache das seit 7 Jahren jetzt. Oder bin jetzt im 8. Jahr, glaube ich. Und wenn ich dann sowas präsentieren darf hier mit dem Holz. Ich meine, guck dir das mal an hier. Das ist doch... Also wenn das noch nicht gemacht ist, ja, wo ich jetzt fest von ausgehe, weil mir das der Eigentümer so mitgeteilt hat, dann ist das sensationell. Das ist ja wie neu. Vogelaugen-Ahorn. Vogelaugen? Wieso denn Vogelaugen? Also es gibt ein Holz, das heißt so, aber ob es das jetzt ist, nee, es ist garantiert nicht, aber das weiß ich nicht, was das für ein Holz ist hier. Originalradio dabei, die Uhr, also wie spät ist es jetzt? Könnte so Winterzeit sein. Cool, Schiebedach funktioniert, habe ich alles ausprobiert, hier können wir gleich mal gucken, hier guck mal, zack, guck mal, so ein riesen Schiebedach hier, ja.
und sogar bis hinten. Wir machen jetzt den Hardcore-Test, komm. Bisher, oh, guck dir das an. Das ist schon echt, also das gibt es auch nicht so oft, ja, dass die Dinger wirklich bis hinten und so schnell laufen und mega cool. So, und die drehen wir eine Runde. Der ist angemeldet. Wollen wir eine Runde fahren, damit kommt, das machen wir. Ja. Ich fahre einmal raus, dass die Leute das von außen sehen, dann halte ich an bei dir, sammle dich ein und dann drehen wir, fahren wir einmal am Block mit dem Auto. Ja? Okay. Ja, cool, komm, das machen wir. Okay. Ach, ist das herrlich. Guck mal, da kommt mein Freund Pepe hier, weißt du, das ist mein Beschützer. Weißt du? Pepe, Rakete. So, einer meiner Freunde. So, jetzt geht's los hier. So, das ist ein großes, so eine Masse, die man nach vorne schiebt hier. Ach, ist das schön. So gemütliches Fahren. Und die Automatik, jetzt hör mal, guck mal, zack, geschaltet, total leise, ohne Ruckeln. Sensationell, wirklich. So, ich glaube, wir sammeln Sonny jetzt schon ein, oder? Ja, komm, das machen wir jetzt. Komm, Sonny, einsteigen. So, jetzt sitzen wir hier schön in einem Auto aus den 60er Jahren. Wenn man sich das vorstellt, ich muss hier mal ein bisschen aufpassen, hier stehen so viele Autos gerade draußen auf unserem Hof hier. So, wenn man sich das vorstellt, dass man so entspannt schon Auto fahren konnte in den 60er Jahren, finde ich absolut phänomenal, ehrlich gesagt. Weil ich habe manchmal andere Autos aus den 60er Jahren und da ist das wirklich schwer zu lenken. Also es schwimmt hin und her, ja, so. Und bei dem sitzt du drin. Jetzt sind wir hier auf öffentlichen Straßen und haben noch unsere Wetzelschilder dran, fällt mir gerade ein. Naja, hoffen wir mal, dass nicht uns die Polizei anhält. Aber nee, was ich sagen wollte, ist, bei Mercedes, die waren einfach schon so weit damals, dass die das Autofahren so präsentiert haben, dass man einfach total relaxed hier. Ich kann mir vorstellen, hier eine Familie, Großfamilie drin hier, zack. Und dann schön, es war natürlich das Auto für Bonzen damals. Ne? So ein Auto damals zu fahren, war natürlich schon so ein Privileg hier. Also, und dann noch als Coupé mit großem Schiebedach. Also, es geht hier alles. Ne? Man rollt vor sich hin, man schwebt über die Straßen, hat man das Gefühl. Mhm. Oder? Sorry? Ja, das ist doch, hier kann man sich doch zu Hause fühlen, oder? Guck mal, und dann die Automatik, das geht so zack, der Wumm, gleitet der nächste Gang rein, jetzt sind wir schon wieder da. Wahnsinn. Schön, Sonny. Haben wir 6 Filme gedreht gerade. Und es sollte regnen, es hat aber noch nicht geregnet. Jetzt müssen wir nur die Autos schnell wieder reinkriegen alle, aber das schaffen wir auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Und wo grüße ich ihn heute hin? So erstmal eine Idee. Mir gehen die Städte aus. Es gibt ja wahrscheinlich so viele Städte. Vielleicht sollen die Leute mal Städte schreiben. Städte schreiben, wo wir hingrüßen können. Aber Celle. Celle sollte ich mal grüßen, wenn ich einen Mercedes mache, habe ich gehört. Erinnere ich mich jetzt an. Ich grüße nach Celle. Und ja, das tun wir. Und dann sage ich in diesem Sinne tschüss. Und freue mich über einen Besuch und meine Videos gerne bei YouTube gucken. Habe ich noch gar nicht gesagt bei dem Video. Und unseren Newsletter abonnieren, freuen wir uns auch. Und schnell vorbeikommen und das Auto kaufen, weil das ist echt toll. Richtig toll. Sonny, in diesem Sinne, danke für deine Arbeit, dass du dir heute hier den Einsatz gezeigt hast. Und ich sag tschüss. Danke. Ciao, ciao.